als fast im toten Winkel unserer Kamera für Hans Heyer im Lancia das Rennen abrupt zu Ende geht. Er überschlägt sich mehrfach. Der Lancia ist völlig deformiert, liegt auf dem Dach. Man vermutet das Schlimmste. Aber dann entsteigt ein unverletzt scheinender Hans Heyer dem Wrack. Für den souverän in der Meisterschaft führenden Heyer ist das Rennen zu Ende. Ertl führt jetzt vor Stuck, Brunn, Soldeck und Liegwitz. Hans Heyer, wir haben nur die letzte Phase des Unfalls gesehen. Wie ist es denn passiert? Ja, grundsätzlich ist also auf der Geraden eine Bremsscheibe weggebrochen, sodass das linke Vorderrad bei ca. 280 blockiert hat. So hat man da links so einen Stoß in die Leitplanke, der relativ gimpflich war. Dann bekam das Auto aber eine solche Schrägfahrt, dass ich in relativ schrägem Winkel auch beim zweiten Anstoß also ankam, sodass das Auto sich doch aufhing und sich mehrmals überschlagen hat. Und es ist Gott sei Dank nichts passiert. Diese ganze Geschichte hat sich auf ca. 300-400 Meter zugetragen und ich bin also froh, dass ich hier mit allen Knochen also stehe. Und das ist wieder mal ein Beweis für diese Art von Autos, weil eben doch da ein sehr stabiler Käfig drin ist und die Fahrgastzelle absolut überhaupt nichts hat. Danke. Ja, bitteschön.